So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute sind wir bei der Quest Tier 4. Das heißt also größere Gebäude, mehr Loot. Jetzt sind wir hier in der Wüstenstadt hier und jetzt müssen wir halt die Baustelle ein bisschen cyber. So. So, das heißt also, wir haben hier viele Gegner vor uns, viele Bauarbeiter. Müsste halt keiner Mensch am Loot geben. So was macht man nicht. Genau, das habe ich mal einmal aufgeweckt. Die Lampe muss so grell ist. Auch immer, wer da jetzt alles kommt. Ich gehe mal hier mal raus, habe ich nämlich mehr Platz. Kommt nur her. So. Hausmeister hier, Beiger ist auch noch da. Immer wieder auf der Baustelle. Haben hier die Bauarbeiter. Lustig. Also, ich hab's jetzt auf Krieger stellen. Das heißt also, die Gegner sind ein bisschen stärker, fallen gleich um nach jedem kleinen Schuss. So, jetzt ist aber erstmal Ruhe hier. Schon gesagt, wir müssen das Gebiet wie so cyber. Das heißt also, wir müssen. Jedes einzelne Vieh hier, also jedes Doppelte mitnehmen hier. Wunderbar, dass die Dings hier schon aufgemacht habe, den Container, den Wohnwagen, das Büro. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Oh, ein Safe. Und ich habe mein Lockpick diesmal dabei. Ich habe auch den Bohrer dabei. Man kann nie wissen. So, zerbrochen. So, mal schauen, ob wir diesmal mehr Glück haben. Da ist ein Kojote. Ja, das dürfte ein Kojote sein. Wollte ich jetzt hier in der Wüste, ne? Das ist ein Kojote. Ja, ich bin jetzt so zufrieden. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal kurz zum Auto. Tun mal alles mal raus. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, das tue ich so weg hier, das braucht ja keine Sau. So. Da sind natürlich ganz viele Steine, aber Steine habe ich ehrlich gesagt genug. Ich hoffe, da ist geiler Scheiß drin. Komm, eine Toilette oder was? Jetzt dem kann man gut Material rausholen. Steine brauchen wir, keine Steine haben wir genug. So, dann geht's noch weiter. Was gibt's denn hier? Ja, Öl und leere Blechdose, kann man Öl herstellen. Steine. Oh, wie komme ich jetzt da hoch? Das ist nicht mehr eine gute Frage. Wie kommt man da hoch? Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich war hier ehrlich gesagt auch nie auf der Baustelle. Oder muss ich mich jetzt da hoch? Da ist eine Leiter. Ich gehe gerade hier überall nochmal durch und gucke, ob es hier irgendeine Leiter gibt zum Hochsteigen. Kommen wir da hoch, wenn wir... Ne, gut, dann brauche ich mal kurz Holz. Habe ich Holz dabei? Ne, Holz habe ich natürlich keins dabei. Das ist Eisen. Komm, hier müssen es doch irgendwo Holz geben. Eisen. Doch, da gibt es ein bisschen Holz. Ich meine, viel Holz, aber ein bisschen was, dass ich mir hier 30 Frames bauen kann. Ich denke mal, das reicht für da hoch. Ne, da ist auch noch ein Baum. Da geht's hoch. Da ist die Leiter. Okay. Also müssen wir jetzt hier hoch.
darüber. Kommen die jetzt auch einmal alle her? Den habe ich schon direkt gerettet. Also wenn man Steine braucht, ist man hier auf der Baustelle richtig, was Steine betrifft. Das ist ja wie ein richtiger Parcours hier. Ich will jetzt hier aber auch nichts übersehen. Dose, ein bisschen Messing. Dann haben wir eine Ratsche. Jetzt habe ich den Arm gebrochen. Aber gegen Armbrecher habe ich halt nichts dabei. Dann fahren wir erstmal hier ein bisschen. No. Ich denke mal, final Loot ist da oben irgendwo. So, hier wie ein Jump'n'Run. Finde ich auch mal gut, dass man hier ein bisschen überlegen muss, wie man hier kommt. Ich glaube, da brauche ich die Schrotze hier dafür. Lass mich mal nachladen kurz. Jetzt wieder Ruhe hier, kann ich jetzt weiter looten. Jetzt kriegen wir eins das Maul hier. Was sollen wir zerlegen. Ich brauche Platz hier. Ich habe keinen Bock, das wieder runter zu dappen. Kann ich den noch benutzen? Den will ich noch nicht benutzen hier. Oh, also wer Steine braucht, ist hier richtig auf der Baustelle. Oh, Zement, jede Menge Zement. Auch vor, wie ich erst gucken, was hier drin ist. Ah, die Dinger machen wir gleich mal kaputt. Also wir sind bei der Vierer-Quest mittlerweile schon angekommen. Und wie man hier sieht, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Aber das Zement nehme ich gerne mit, deswegen das Zement muss ich herstellen am Schluss. Das ist ein großer Vorteil für mich. Oh, neues Rezept gelernt, das ist gut, benutzen wir mal. Benutzen wir auch mal. So, wo geht's jetzt weiter? Kurz mal gucken, hier habe ich alles, Steine nehme ich keine mit, Steine haben wir genug. Ich glaube, wir haben bald eine ganze Kiste voller Steine. Die ist geladen. Im Dunkeln ist es mit Sicherheit geil, die Baustelle jetzt zu machen. Da runter müssen wir auch. Oh, die sind ja überall hier. Jetzt machen wir erstmal das Stockwerk. Katzenfutter. Oh, da habe ich noch was übersehen.
Hier wird jeder bedient. Ob klein oder groß, dünn oder dick, jeder kriegt sein Fett hier ab. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Da legen wir, brauchen wir auch nicht mehr. Hat das Ding nehmen wir mit. Jetzt wichtig ist das Zeug hier. Brauchen wir nicht unbedingt mitzunehmen. Zum Glück habe ich meine Frames gebaut hier, die 30 Stück. Wüsste ich nämlich nicht, wie ich da rüberkommen sollte. Aha. Zum gelaufen, Junge. Okay, hier kommen wir jetzt weiter. Mal ganz langsam mal nach unten wieder. Oh, kämpfen uns mal da irgendwie hin. Ohne runterzufallen, wenn es geht. Ah, jetzt habe ich die Kiste kaputt gemacht. Ah, ist egal. Da wird wahrscheinlich das geiles Gewicht drin gewesen sein. Gleich was zu futtern. Ich habe eine Spaghetti Bolognese mitgenommen hier. Oh, wie viel zu klar? Oh, da sind ein paar Grüne. Grüne Leute, kann ich ein ganzes Ding noch hochlaufen. Wie dumm von mir, warum habe ich nicht geachtet? Ich habe doch noch Teller gemacht hat. Lass mich erstmal gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Vor allen Dingen, wie hat derjenige die Kisten hier reingetan? Ja, kein Problem, wir haben einen Bohrer ja dabei. Ich muss jetzt wieso zum Auto, wir müssen uns erstmal entladen. Was sind 1000 auch noch? Boah. Nee, wisst ihr was? Wir kämpfen nicht so hoch, das dauert uns zu lang. Gehen jetzt da so hoch. Ah. Mutti ist runtergefallen. Ich weiß nicht, wo die grünen Leute hin sind. Sind sie jetzt alle runtergefallen? Hoffe ich jedenfalls mal. Oh, ein bisschen Benzin. Da ist nichts drin. Oh, es geht noch eine Tasche höher. Stimmt, jetzt zum Auto wollten wir auch noch gehen. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt noch? Ja, nicht mal so viel Platz. Kann ich das schon mal zerlegen? Das kann ich schon mal zerlegen. Das kann ich schon mal zerlegen. Das. Warteschleife ist voll, okay. Das können wir raus tun. Das brauchen wir auch nicht unbedingt hier. So, jetzt. Hab ich mich eben erschrocken.
ich mich erschrocken hier. Schrank ist die Toilette. Wird es gleich zerlegt, dafür haben wir genug. Nehmen wir mit. Gerade ist auch gut. Aha. Schauen wir mal, da ist der finale Lootraum. Das habe ich die, also die Jungs hier bewacht. Zerlegen wir mal. Das benutzen wir gleich. Das verändern wir mal. Okay, das kann da nicht rein. Dann zerlegen wir. Tun wir mal das mal raus. Und wird das noch, was ich eigentlich nicht gerne mache, ich zerlege eigentlich nie so, so geile Sachen hier. Das wird das noch. Das können wir noch zerlegen. Das ist gut. Zweimal Schmelztegel. Können wir die irgendwie zerlegen? Ja, zerlegen. Davon habe ich auch noch welche zu Hause. Wird das noch weg? Den Stoff werfe jetzt noch weg. Die gehört. Ist immer noch voll. Gleich nicht mehr. Bin auch hier gleich durch. Dann essen wir hier noch was. Benutzen wir mal. Dann trinken wir hier noch ein bisschen was. Hier. Dass wir irgendwann mal pinkeln gehen müssen. Und nehmen den hier noch mit. Würde ich auch mitnehmen. Haben wir jetzt alles mitgenommen? Leere Kiste, leere, leere, leer. Gut. Dann haben wir den finalen Lootraum auch mal gehabt. Jetzt, wie kommen wir jetzt runter? Ich muss erstmal gucken, wie sich da sind wir hochgekommen. Haben sie eigentlich neu gespawnt? Das ist ja mal richtig uncool hier. Den hier wegräume hier. Den Grüni, der Grüne macht mich schon fertig hier. Das Vieh ist hin. Hier müssen wir uns mal leer machen. Wir sind doch relativ voll.
Na, gucken wir mal, wo der Rest der Gegner sind. Ah, da wollte ich auch noch vorbeikommen. Und gucke, was da so geil ist. Hier nehmen wir erstmal das Zeug hier mit. Ich meine, die kommen dann irgendwann automatisch auf mich zu. Habe hier drin. Den Motor hätte ich ganz gerne mitgenommen. Und die raus. Ja, und den Motor mit. Die zerlegen wir mal, was mir echt dem Herzen wehtut. Zerlegen wir mal. Reparieren wir mal. Zerlegen wir mal. So, jetzt habe ich wieder Platz. Da liegt da noch ein bisschen Muni. Nehmen wir auch noch gleich noch mit. Ist der wohl? Der ist etwas stärker. Jo, wir haben die Quest geschafft. Sehr gut, sehr gut. Wir haben alles mitgenommen, was wir haben wollten, bis auf die Steine hier. Die brauchen wir nicht. So, dann tun wir mal hier mal alles rein. Oder tun wir mal alles raus, was wir verkaufen wollen. Das reparieren wir dann noch. Das kommt rein. Das. Obwohl, das können wir auch verkaufen. So, nichts wie weg jetzt von hier. Quest abgeben. Das war noch eine kleine Quest. Guckt euch mal das Gebäude da rechts an. Hier, das hier. Oha. Die ganze Tower. Ich glaube, da brauche ich 2 bis 3 Folgen. Wenn nicht, machen wir jetzt einen Livestream für großen Gebäude hier. Elektrofachgeschäft. Da ist die Brücke kaputt. Ich werde es reparieren, aber ich habe da das Material dazu. Dann haben wir noch Platz im Inventar? Nein, aber hier drin haben wir noch Platz. Dann tun wir mal ein bisschen was rein. Wieder können wir es wieder raus tun, was wir verkaufen wollen. Wir haben fast unsere ganze Munition verbraucht, nur wegen der Quest hier. Das ist brutal, hä? So. Denn ich nehme hier noch ein bisschen von dem Samen hier noch mit. Hops, Aloe Vera. Damit kann ich nämlich erste Hilfeverbände machen. Und die sind bei Sir Quest nicht schlecht. Ich war froh, wo ich welche dabei gehabt habe. Aber Krieger ist doch was anderes als Abenteuer. Abenteuer war normal. Aber Krieger ist ja was ganz anderes hier. Den Müll nehmen wir auch mit. 2 Lockpits, das ist gut. Oh. 21 Stück, können wir wie viel Samen machen? 4 Stück, das ist gut. Also wir können nichts fertigen. Gut, dann fahren wir weiter. Dann kommen wir ja wieso hier noch mehr her? Dann tun wir noch ein paar Minuten hier. Ich schreibe mir dann auf, was wir alles so brauchen. Also wir genau wissen. Von wie viel wir was brauchen. So. Ölschiefer ist ja klar, dass wir das Wegemenge brauchen für Öl und Benzin. Ich weiß nicht, fahren wir ab in die richtige Richtung. Na scheiß Ding. Dann sieht, ob wir da hochkommen hier. Ist was? Wir bauen uns jetzt darüber. Ich weiß, es klingt ein bisschen dumm.
Lass uns jetzt darüber bauen, aber ich weiß sonst nicht, wie ich darüber kommen soll. Nein, wir müssen gerade mal kurz ein paar Bäume fällen. Oder ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Aha, wir können ja nichts anfertigen. Es läuft ja noch das Messinggedöns. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Auto durchkomme. Wie lange braucht es noch? Eine Minute, das ist okay. Auch gedacht, da probiert gleich mal aus, ob der auch fahren kann oder ob der unter Wasser laufen kann, vor allen Dingen jetzt fahren. Der läuft ja. Dann nehmen wir gerade noch ein paar Samen hier noch mit, dass wir dann hier Verbände machen können. So, Händler, da bin ich wieder. Was hast du im Angebot? Nicht wundern, dass ich das so mache, dass ich weiß, was sie verkaufen, was nicht. Oh, das Messing ist durch. Das heißt also, wir können wieder ein bisschen was reparieren hier. Den behalten wir auf jeden Fall. Hier den Hammer, den können wir mal gebrauchen. So, jetzt den tue ich auch mal reparieren. Das ist nämlich nicht unserer. So. Oh, das brauchen wir. Oh, gut. Guten Tag, Bob. Da bin ich wieder. Wir nehmen die hier. Den Bogen hier. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Ja, guck, wieder 16.000, aber der hat ja nichts Gescheites gehabt. Ja, dann come back now. Gleich mal nach der nächsten. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Und ich kann auch machen. Help me Stroke Gun. Die machen wir jetzt, die ist hier in der Nähe. Da haben wir gleich zwei Tierquests auf einmal gemacht. Warte, wo sind wir? Wir müssen. Hier in der Nähe kommt die Mauer jetzt noch. Die zweite Folge ist länger, aber ist egal. Shop hört sich an wie Schießanlage. So, das hat jetzt keiner gesehen, dass ich das gefahren habe. Oh, tut mir leid. Der Roman. Das war jetzt in Absicht. Ja, das ist die Schießanlage. Da gehen wir jetzt noch durch die Schießanlage. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, die Let's Play-Folge. Aber wir wollen ja hier auch schließlich vorwärts kommen hier. So. Tun wir erstmal.
das Zeug hier mal rein, was wir brauchen. Wir brauchen das nicht. Das hätten wir auch gleich verkaufen können. Aber das machen wir ja dann noch. Wir brauchen den hier. Oh. Und los geht's. Die Quest ist gar nicht, hä? Wo ist die Quest? Nein, ich muss gucken, wo der Questpunkt ist. Ah, okay. Da ist also der Questpunkt. Aber wir nehmen trotzdem das Auto hier noch auseinander. Ein bisschen Öl, ein bisschen Benzin. Benzin können wir dafür verwenden hier. So. Hier noch ein bisschen Benzin rein. Na, das hier machen wir. Das. Munition sieht halt ein bisschen schlecht aus hier. Da muss ich halt dafür die Panzerbrechende nehmen. Die war zwar fürs Scharfschützige gedacht, aber ich weiß nicht. So, dann geht's mal hier los. Ja, was ist jetzt drin? Okay, das ist gut. So. Hallo. Keiner da. Machen wir hier gleich wieder zu. Und nehmen mal das ganze Zeug hier mit. Bis auf die Steine. Die brauchen wir nicht. Davon haben wir nicht genug. Ein Chatton ist auch gut. Irgendwie ist es noch so still. Zu still. Benzin ist gut. Ja, Papier brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir weg. Das erlernen wir mal. Töte ein paar Hühner mit einer Nagelpistole. Nehmen wir mal an. Werden wir zwar nie machen. Weil ich nicht weiß, wo es Hühner gibt. Ich hab das gar nicht gehört, Mädel. Weil ich hab dich mit der Schaufel niedergemacht. Mit der Schaufel, musst du es vorstellen. Verschlossen? Bei mir gibt's kein Verschlossen. So, und sind wir. Tragen wir das hier, was das bringt gar nichts, tun wir mal zerlegen, kriegen wir wieder ein bisschen Stoff. Stoff für Klebeband. Oh, mal schauen, wie viele Lockpits wir brauchen. Ich habe keinen dabei. Dann machen wir es eben so auf die herkömmliche Art und Weise. Ja, geschafft. Und was ist drin? Wow. Ein paar Dinge zu verkaufen, wir Kohle kriegen. Die anderen Dinge, oder was? Hier ist nix. Ist auch nix. Hier ist nichts. Ich glaube, hier gibt es nichts zu looten. Doch hier gibt's was. Ja, Munition, das ist sehr gut. Hier irgendwie summt hier irgendwas, aber das ist Licht. Munition kann ich immer gebrauchen. Munition ist geil. Munition ist immer schön. Da geht mein Herz wieder auf, wenn ich Munition finde. Denn ihr wisst ja, bei der Baustelle habe ich doch viel mehr Munition gebraucht, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja, bis auf das. Das sind schon wieder voll. Das brauchen wir auch nicht. Vierfach-Mod. Da müssen wir noch überlegen, was wir mit dem machen. Ist hier drin. Reparieren wir erstmal.
Die nehmen wir auf jeden Fall mit, die Weste hier. Das ist eine 6er Weste, tragen wir mal. Wir haben eine 4er angehabt. So, jetzt müssen wir aber kurz noch was zurück ins Auto tun. Da geht's raus, da wollen wir nicht, so weit ziehen wir noch nicht. Dann legen wir die hier, nehmen das mit, verändern, machen das hier drauf und das auch noch da drauf. Dann habe ich wieder zwei Plätze frei. Jetzt sehen wir mal, ich will die eigentlich verändern hier. Was, wo ist die jetzt? Hallo, ich hätte gerne meine Mods wieder. Ja, den einen Fall können wir jetzt mal benutzen. Das werfen wir mal weg. Beziehungsweise das können wir gleich wieder nehmen. Ich muss mich gerade hier ein bisschen... Ah, dann können wir das hier nicht wieder nehmen. Das ist eine uncoole Jacke. Das zerlegen wir mal. Leer, leer, leer. Ah, da habe ich was übersehen. Das zerlegen wir auch mal. So, ich glaube, wir haben sogar ein Level abgekriegt, wenn mich nicht alles täuscht. Das machen wir jetzt auch gleich das Level ab. So. Packen erstmal hier alles mal rein, was wir gebrauchen können. Hatte doch genau den, will ich mal kurz verändern. Hier kann man nicht den hier reinmachen. Hallo, hallo, ich habe gesagt, jetzt können wir den hier reinmachen. Hier zwei hier installieren und dann abschließen. Die können wir, die verändern wir noch mal. Wir haben dann nämlich noch was Geiles. Also, wir sind voll. Wenn wir die Tasche mal raus und packe die hier rein. Geht nicht, okay. Für die Taschenmod ich wieder rein. Nicht fahren. Fahren, nicht losfahren. Fahren ist blöd. So. Die Lockpits. Nehmen wir die Lockpits noch mit. Tun das rein, das rein, das rein, das rein. Die tragen wir mal und tun die rein. Die tun wir nämlich dann verkaufen. Die reparieren wir auch mal kurz. So. Start nur kurz schnell ordnen. Die tun wir mal weg. Die kommen mal weg. So. Wenn wir jetzt wieder 97 Schuss. Das ist gut. Wechseln wir gerade mal wieder zu der Munition hier. So, dann geht's weiter hier. Oh, Toilette waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Jetzt geht's hier weiter. Ein Polizist, wo spuckt. Hat er noch Blut? Da klasse ist noch besser. Der Loot da lässt, ist immer mein bester Freund. Ja, zwei Gefäßdinger. Jetzt haben wir gerade mal kurz die Möglichkeit zu leveln. Ein Punkt Hammer.
den, wisst ihr, wer gesagt, den tun wir jetzt mal. Hier ein bisschen 10 Punkte, dann haben wir dann nämlich alles dann erledigt. Ah, da brauche ich 3 Punkte, fehlen uns noch 2 Punkte. Und ich guck gerade mal, ob wir was beim verbesserten Händler uns holen können. Jo, komm, jetzt habe ich die bestmögliche Beute, wo wir kriegen könnten. Cool, nehmen wir noch mit. Weißt du, was bringen die Spieler? Holz oder kein Holz? Stahl? Stahl ist auch nicht schlecht. Eisen ist auch nicht schlecht. Eisen brauchen wir auch. Da hinten dran ist nichts. Es riecht doch ganz stark nach Falle. Prozent riecht es nach Falle. Solange sie einzeln kommen, dann geht's noch. Wir haben ein Problem. Wir müssen kurz nachladen. Reiß ich das Maul hier. Das explodiert. Hab da noch Zeit habe zum Looten. Ich brauche jetzt echt irgendwo erstmal Holz. Gehen wir wieder dahin. Jetzt wäre es ein bisschen geschützt hier. Und ich kann mich jetzt erstmal ein bisschen heilen hier. Und dann mal kurz überlegen, wie es dann weitergeht. Oh, war das ewig knapp, ey. Ganz ehrlich, so viele Burschen habe ich gar nicht gedacht, dass da auf einmal so viele kommen. Ich glaube, ich habe jetzt das meiste habe ich ja glaube ich geschafft. Das war aber auch wirklich richtig knapp, ey. Da wird's, ja, nehmen wir die hier für das Gewehr.
Und 34 Schuss nur noch. Oha. Also das nächste Mal müssen wir noch mehr Munition dabei haben, wie ich jetzt schon habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal Ruhe. Wir müssen zwar noch weiter swipern. Aber ich nehme jetzt erstmal das Auto hier auseinander. Mal schauen, was es da für geiler Loot gibt. Platz haben wir noch. Dazu, dann geht's mal los. Benzin ist gut. Motor ist auch gut. Benzin ist auch gut, um ein bisschen Öl herzustellen. Ach, die haben schon über 22 Öl im Spiel. Oha. Da ist die Kiste. Die erste Quest habe ich schon mal abgeschlossen. Ah, wir haben alles abgeschlossen. Hier dürften eigentlich keine Zombies mehr sein. Ich habe alle umgenietet. Das heißt, wir können jetzt mal ganz in Ruhe hier entspannt ein bisschen looten gehen. Da waren wir schon, da gibt es die Steine. Das ist hier. Nehmen wir auch mit. Was für eine hektische Folge, hä? Aber da ist der Loot. Wir müssen es aber erstmal leer machen hier. Das gibt ein ganze Scheiße mit. Ah, komm, ist der Weiß, machen wir die Tür kaputt. Da kommt ja sowieso keiner mehr. Und gehen wir uns hier noch durch. Ich freue mich, nämlich den ganzen Weg hier rumzulaufen. So, machen das mal ganz einfach mal so. So und so. Warte, wir reparieren gleich noch ein bisschen was. Ich habe da ein paar Reparaturkits noch. So. Komm, reparieren wir auch. Ich werde gleich alles für den Händler fertig machen, was wir verkaufen wollen hier. So. Wo haben wir noch 7 Schuss? So. In der Folge bauen wir mal weiter in unserem Keller rum. Beziehungsweise das ist dann der nächste Livestream, wo ich dann mache, dass wir mal mit unserer Bude ein bisschen weiterkommen. Denn sonst können wir ja nie weit. Tja, dass wir mal im Dach über uns haben, verwende. Ich wohne die ganze Zeit schon im Rohbau. Das wird sich dann alles erstmal ändern. So. Jetzt nehmen wir natürlich auch mit. Hier liegt alles Messing. Mein Wiester Messing ist gut wert hier. Wenn ich jetzt schon die Zündung abgebe, wir haben der Händler hat schon zu. Da ist auch nichts mehr. Nope. Auch eine Schreierin. Das heißt, wir kriegen ja wieder viel Action. Gerade mal tot gemacht, weil sie sonst mich zu Tode nervt mit ihrem Geschrei.
glaube, die lebt sogar noch. Aber kümmern wir uns nicht weiter drum. Wir sind ja noch dabei zu looten. Was ist hier drin? Benzin. Nix. Benzin. Auch nichts. Wenn ich Benzin sage, ist nichts drin. Den machen wir jetzt erstmal hier mal. Und so. Fest. Wir wollen da Loot reinpacken. Auch neuer Helm. Ich kann mal kurz kaputt machen, damit ich da runterkomme. So, den Helm gucken wir uns gleich mal an. Stufe 5. Ja, aber der ist ein bisschen schlecht. Der ist schlecht. Reparieren wir trotzdem mal. Können wir verkaufen. Aber tun wir mal schon Löcher knacken mal. Wir haben ja genug Lockpicks. Und solange die Zombies jetzt rauskommen, ist mir es egal. Oh, eine lange. Das gibt auch einen langen Livestream hier, sehe ich gerade. Geht ein bisschen zu lang, aber ist egal. Das ist mir auf jeden Fall wert, wenn wir hier weiterkommen. Tun wir mal zerlegen. Hier reparieren wir mal. Können wir nicht das hier mitnehmen? Das zerlegen wir auch. Nehmen wir das hier mit. So. Reparieren. So, jetzt können wir nicht wieder was verkaufen gehen. Wenn der Händler mal wieder auf hat. Und wir sind fertig hier mit der Quest. Dann bauen wir uns mal hier nochmal raus. Und hier ist wunderbar schön Eisen. Gucken mal. Wo die nervigen Zombies so sind. Die werden wahrscheinlich da gleich um die Ecke kommen. Das eine zumindest mal davon. Das ist die zweite. Fangen wir alles wieder rein. Also das, was ich verkaufen will. Zerlegen wir mal, das will ich verkaufen. Also ich habe einiges zum Verkaufen. Drei Motoren haben wir, das ist gut. Das zerlegen wir mal, das nehme ich mal mit. Ich guck mal, ob ich da irgendwas drauf machen kann. Vielleicht das Ding hier. So, dann schauen wir, was wir noch so machen können. Das nehme ich mal zum Reparieren. Ich habe keine Reparaturkits mehr. Habe ich die jetzt alle verbraucht? Oha. Okay, dann können wir die heute reparieren. Tragen wir mal wieder. Wir müssen uns auch auf jeden Fall ein bisschen Ausrüstung irgendwie uns schaffen hier. So, dann können wir ja mal hier zum Ende fahren und dann ist auch jetzt gleich voll auch wieder beendet. War schön. Wir haben einiges bekommen an Material. Es war eine geilste Loot, aber immerhin etwas. So. So, ich muss mal gucken. Ah, es ist gut, dann können wir... Ich bin falsch gefahren. Ich bin gerade hier einmal rumfahren. Was geht da irgendwie in die Straße rein? Ich bin ja voll den großen Umweg gefahren.
weil die Straße ist weit, aber die Straße ist hier. So. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.